In diesem kleinen Video möchten wir Ihnen einen Workflow vorstellen, der so oder in ähnlicher Form auch in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Planungsbüro zum Einsatz kommen könnte. Oder demnächst vielleicht sogar zum Einsatz kommen muss. Doch der Reihe nach. X-Planung, kurz X-Plan, ist ein digitales Austauschformat für den Transfer von verschiedenen Plänen, etwa Bauleitplänen, Raumordnungsplänen oder Landschaftsplänen. Wichtig dabei, schon heute sind Kommunen verpflichtet, ihre Daten im X-Plan-Format bereitzustellen. Das heißt, es geht längst nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie. Und genau an diesem Punkt kommen wir zu der Besonderheit von X-Planung, die für viele Kommunen vor allem eins darstellt. Ein Problem. Es geht um Vektoren. Falls Sie bisher noch nicht von Vektoren gehört haben, dann hilft Ihnen vielleicht folgende Vereinfachung. Gescannte Pläne, die als PDF vorliegen, sind für gewöhnlich mit einem einzelnen Bild vergleichbar. Sie sind zwar digital, können aber nur als einzelne große Datei genutzt werden. Vektoren hingegen sind mathematische Beschreibungen von einzelnen Punkten, Linien und Flächen. Ein vektorisierter Plan besteht daher aus vielen Einzelelementen, die auch einzeln betrachtet, bearbeitet und genutzt werden können. Das bietet zwar diverse Vorteile, macht aber Vorarbeit nötig. Denn wenn nur PDFs verfügbar sind, dann erfordert es mehrere Schritte, um zu X-Plan-Dateien zu kommen. Georeferenzierung, Vektorisierung und Konvertierung. Doch keine Sorge, mit unserem Workflow ist der Weg vom PDF zur X-Plan-Datei trotzdem nicht sehr lang. Für unser Beispiel starten wir mit einer einfachen Grundkarte und ein paar Umringen in QGIS, einem Open-Source-Geoinformationssystem, das auch Sie kostenlos nutzen können. Wie genau derartige Karten und andere Informationen eingebunden werden können, kürzen wir an dieser Stelle ab, damit dieses Video nicht zu lang wird. Für den Moment ist nur wichtig, dass wir für unser Beispiel eine passende Referenzkarte zur Verfügung haben. Der anschließende Import des Plans als PDF lässt sich mit wenigen Klicks erledigen, auch wenn der Prozess je nach System einen Moment dauern kann. Ist der Import schließlich komplett, folgt das eigentliche Georeferenzieren, bei den markanten Punkten im PDF, etwa Häuserecken, Flurstücksgrenzen oder Straßenkreuzungen, Punkte auf der Referenzkarte zugeordnet werden. Später wird QGIS anhand dieser Punkte das importierte PDF so positionieren, rotieren und skalieren, dass der Plan an der geografisch korrekten Position in die Karte geladen werden kann. Der Abschnitt erfolgt dabei nach dem Prinzip, einfach zu lernen, schwer zu meistern. Denn auch wenn das Vorgehen simpel ist, gibt es doch eine ganze Reihe von Tricks und Kniffen, um schnell zum Erfolg zu kommen. Für unser Beispiel reicht es aber erstmal, eine einfache Liste von Referenzpunkten anzulegen. Den Rest übernimmt anschließend QGIS. Hat alles geklappt, liegt der nun georeferenzierte Plan anschließend als neue Ebene vor, mit der wir jetzt weiterarbeiten können. Denn die Georeferenzierung war ja nur der erste Schritt auf dem Weg zum X-Plan-Format. Der zweite Schritt beinhaltet die sogenannte Vektorisierung. Grob gesagt geht es dabei darum, jene Gebiete digital nachzuzeichnen, die später relevant sein werden, etwa Flurstücke, Gebäude oder andere Areale. Der georeferenzierte Plan dient dabei als Grundlage und Orientierung. Resultat sind schließlich als Vektoren gespeicherte Flächen, die, wie man sieht, auch bei hohen Vergrößerungen scharf bleiben, obwohl der Plan längst verpixelt ist. Kommen wir nun zum letzten und entscheidenden Schritt, der finalen Umwandlung der Flächen in eine X-Plan-Datei. Waren die vorherigen Schritte noch einigermaßen kompliziert und aufwendig, so gestaltet sich der Workflow hier deutlich einfacher. Der Grund dafür ist, dass die QGIS-Erweiterung, die wir verwenden werden, speziell für diese Aufgabe von uns programmiert wurde. Wir nennen sie SAGES X-Planung. Alles, was Sie tun müssen, ist, einen neuen Plan per Klick auf Planinhalt erzeugen zu erstellen, wobei Sie bei der Erzeugung alle nötigen Informationen ergänzen und den Geltungsbereich definieren können. Der so erzeugte Plan liegt anschließend in QGIS vor und kann hier als Ebene genutzt oder aber auch per Klick auf Export
gespeichert werden. So, das war's schon. Natürlich bietet Sages X-Planung noch mehr. Dutzende Attribute von A wie Aufstellungsbeschluss bis V wie Veränderungssperre, X-Plan-Import, Export direkt als ZIP-Datei und einiges andere. Doch hier alles aufzuzählen wäre zu viel für dieses Video. Fokussieren wir uns daher erst einmal auf das Ergebnis unseres Workflows, den wir jetzt abgeschlossen haben. X-Plan-konforme Dateien. Wenn Sie mehr erfahren wollen, dann besuchen Sie gerne eine unserer Schulungen oder sprechen Sie uns ganz allgemein an. Sie finden alle nötigen Informationen dazu auf unserer Website unter sagesweb.de. Außerdem finden Sie hier noch weitere Lösungen und Produkte von uns, etwa zu den Themen teilautomatisierte Bescheiderstellung, 3D-Visualisierung oder WebGIS. Schauen Sie vorbei!